Der Krebsnebel M1. In Dokumenten aus der Zeit der Shang-Dynastie wird mit Datum 4. Juli 1054 eine Himmelserscheinung erwähnt, die von einem neuen Stern berichtet, der für kurze Zeit hell aufleuchtete. Was die chinesischen Himmelsbeobachter damals sahen, war aus heutiger Sicht eine Supernova, und der Krebsnebel im Sternbild Stier ist der Überrest dieser Sternenexplosion. Als die Spur dieser Explosion im Jahr 1771 von dem französischen Astronom Charles Messier gesehen wurde, gab er ihr die Bezeichnung 1. Daraus wurde Messier 1 bzw. M1. M1 wurde im Jahr 1844 von dem irischen Astronom William Parsons abgebildet. Das Bild erinnert an einen Krebs, und so kam der Nebel zu seinem Namen. 2005 kommen mit dem Hubble-Weltraumteleskop faszinierende Farben und viele Details zum Vorschein. Dieses erst kürzlich entstandene Foto stammt vom James-Webb-Teleskop und zeigt eine noch höhere Auflösung, weil mit neuen Techniken die infraroten Informationen dargestellt werden können. Wir schauen in den farbenprächtigen Maschinenraum des M1. Wir sehen die fortdauernde Explosion einer Supernova, die sich immer noch mit hoher Geschwindigkeit ausdehnt, und wir erkennen im Zentrum des extrem verdichten Trümmerfelds den Neutronenstern, dem Ausgangspunkt der Explosion. Dessen Materie ist so dicht, dass ein Kubikzentimeter so viel wiegt wie der Mount Everest. Der enorme Druck hat alle Atomhüllen zerstört und ließ die Elektronen mit den Protonen zu einer Neutronenmasse verschmelzen. In der äußeren Hülle haben sich neue Elemente gebildet. Aus diesen schweren Atomen können neue Sterne und Planeten hervorgehen. Mehr noch, kann Leben entstehen. Der Neutronenstern im Krebsnebel ist ein Pulsar, der sich 30 Mal pro Sekunde um sich selbst dreht und dabei ein Magnetfeld erzeugt, das im Vergleich zum Erdmagnetismus billionenfach stärker ist. Die Energiepulse, die er ins All jagt, lassen die Explosionsrückstände immer noch expandieren und in Spektren leuchten, die bis zur Röntgenstrahlung reichen. Wer den Krebsnebel mit eigenen Augen beobachten will, muss sich auf das Sternbild Stier konzentrieren. Braucht in jedem Fall ein Teleskop und minimale Lichtverschmutzung. Solche Bedingungen bieten zum Beispiel Sternenparks. In den Monaten Dezember bis März erreicht der Krebsnebel seinen höchsten Punkt am Himmel und ist dann am besten zu sehen.